Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehrere Mitglieder des NSA-Untersuchungsausschusses dringen auf eine Offenlegung der Vorgänge in der jüngsten Späh-Affäre von BND und US-Geheimdienst. Sie forderten die Bundesregierung auf, bis zur nächsten Ausschusssitzung am Donnerstag die Spionagelisten mit den Suchmerkmalen vorzulegen. Die Grünen wollen kommende Woche eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragen. Der Bundesnachrichtendienst soll dem US-Geheimdienst NSA über Jahre geholfen haben, europäische Politiker und Unternehmen auszuforschen. Diese Daten soll er nach einem Bericht der Bild-Zeitung auch selbst ausgewertet haben. Noch ist die BND-Zentrale in Berlin eine Baustelle. Vielleicht klappt es aber nach dem Umzug von Bayern in die Hauptstadt besser mit der Kontrolle des Geheimdienstes, zum Beispiel seiner Zusammenarbeit mit der NSA. Nachdem bekannt wurde, dass der BND für die NSA Kommunikationsdaten weltweit nach bestimmten Kriterien selektierte, ist die Frage, ob er die Daten selbst auswerten durfte, rechtlich eigentlich kein Problem. Grundsätzlich darf er nur Daten erheben, die er auch auswerten darf. Sonst hätte die Erhebung ja keinen Sinn. Es kommt aufgrund von technischen Bedingungen manchmal vor, dass er auch Daten erhebt, die er nicht auswerten darf. Die muss er sofort wegschmeißen, was er in der Regel auch tut. Doch die Grünen wollen wissen, nach welchen Selektoren, also Stichworten und Kommunikationsdaten, die NSA den BND suchen ließ. Ihr Verdacht, deutsche Interessen auch gegenüber europäischen Partnern wurden verletzt. Wir müssen auf jeden Fall diese Selektorenlisten endlich sehen. Frau Merkel hat Aufklärung versprochen. Bis heute sind diese Selektorenlisten, die nun extra für den Untersuchungsausschuss erstellt wurden, nicht da. Und auch die CDU fordert von BND und Kanzleramt Aufklärung über den Datentransfer in die USA. Wir müssen jetzt genau hinschauen, ob wirklich mehrere Jahre eine größere Zahl von Selektoren mit aktiv waren, die deutsche Interessen betreffen. Dann muss gefragt werden, wenn das so ist, wer hat zu welchem Zeitpunkt davon gewusst. Das werden wir in der nächsten Woche bereits am Donnerstag versuchen herauszubekommen. Zunächst wird BND-Chef Schindler im NSA-Untersuchungsausschuss erscheinen müssen, um Rede und Antwort zu stehen. Wann die Kanzleramtsminister der drei Regierungen unter Kanzlerin Merkel als Zeugen geladen werden, ist noch offen. Die Regierung in Nepal rechnet eine Woche nach dem Erdbeben kaum noch damit, Überlebende in den Trümmern zu finden. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf mindestens 6.700 gestiegen. Die Vereinten Nationen kritisieren die schleppende Zollabfertigung am Flughafen von Kathmandu. Dadurch verzögerten sich die internationalen Hilfslieferungen. Betroffen davon sind vor allem die abgelegenen Bergregionen. Das Amt für Infrastruktur eines besonders schwer getroffenen Bezirks nordöstlich von Kathmandu. Nebenan sendet das Lokalradio im Freien, auch dessen Büros sind zerstört. Ein Dauerthema in den letzten Tagen, die Kritik an der Bezirksleitung, die habe bei der Katastrophenhilfe versagt. Der Chef der Bezirksleitung hat, als es zu viele Beschwerden gab, sein Mobiltelefon einfach ausgeschaltet und ist nach Kathmandu geflohen. Unterhalb der Radiostation zählte für Obdachlose und für die städtische Klinik, die ebenfalls zerstört wurde. Ärzte aus Kathmandu fassen mit an, auch internationale Hilfskräfte sind mittlerweile vor Ort. Seit heute klappt die Wasserversorgung. Eine Woche nach dem Beben ist hier zumindest für die überlebensnotwendigen Dinge gesorgt. Das gilt nicht für dieses Dorf, das nur ein paar Kilometer entfernt liegt und nach wie vor auf sich gestellt ist. Sämtliche Häuser sind eingestürzt, Ställe dienen als Behausung. Diese Bewohner kommen gerade aus Dubai, wo sie arbeiten und finden ihre Häuser in Trümmern. Wir brauchen wenigstens eine Minimalunterstützung durch die Regierung. Wie sollen wir unsere Häuser sonst wieder aufbauen? Und immer wieder geht der Blick nach oben zu einem der vorbeifliegenden Helikopter. Viele transportieren Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter, doch davon ist hier noch nichts angekommen. In vielen Dörfern auf dem Land warten die Menschen immer noch vergeblich auf Hilfe. Dabei sind hier die Verwüstungen am größten und ebenso die Engpässe bei der Versorgung. Und schließlich brauchen die Menschen auch finanzielle Unterstützung, denn viele, vielleicht die meisten hier, wurden durch das Beben völlig ruiniert. Wenn Sie den Menschen in Nepal helfen möchten, können Sie spenden unter dem Stichwort ARD. Erdbeben Nepal, Konto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder online auf der Seite www.spendenkonto-nothilfe.de. Weitere Informationen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text auf Tafel 888.
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strohm, hat mehr Schutz für Flüchtlinge gefordert. Bei der Frühjahrstagung der EKD-Synode in Würzburg sagte er, ohne eine Ausweitung der Seenotrettung würden Menschen weiterhin auf dem Mittelmeer sterben. Hier müsse schnellstens gehandelt werden, ansonsten wäre das eine moralische Bankrotterklärung der EU. Auch müssten kriminelle Schlepperbanden mit allen diplomatischen und polizeilichen Mitteln bekämpft werden. Man kann humanitäre Zugangswege nach Europa schaffen, insbesondere für Menschen aus Ländern, bei denen die Verfolgungssituation klar auf der Hand liegt. Syrien, Nordirak sind Beispiele dafür. Diese Menschen müssen schlicht und einfach nach Europa kommen können, um ihr Leben zu retten, ohne auf solche Schlepperbanden, kriminelle Schlepperbanden angewiesen zu sein. Die Opfer solcher Schlepperbanden kommen zu einem großen Teil aus Afrika. Nach UN-Informationen nimmt die Zahl der Flüchtlinge von dort weiter zu. Einer ihrer Sammelpunkte befindet sich im westafrikanischen Mali in Gao. Die Stadt ist einer der größten Orte in der Region und Startpunkt einer Route über Algerien und Libyen Richtung Mittelmeer. Frühstück am Busbahnhof in Gao. Am Abend zuvor ist Karamoussi Bey hier angekommen im Norden Malis. Gao soll nur eine Zwischenstation sein. Sein Ziel ist Europa. Um dahin zu kommen, muss er als nächstes durch die Wüste nach Algerien. Eine gefährliche Reise. Der junge Mann aus Mali nimmt das in Kauf. Jeder Mensch liebt sein Leben. Jeder Mensch liebt die Freiheit. Jeder Mensch möchte in Frieden leben. So wie wir hier in Afrika leiden, das geht einfach nicht. Schlepper sind in Gao sofort zur Stelle, wenn neue Migranten ankommen. In der kargen Region sind Arbeitsplätze rar, die Flüchtlinge in Richtung Europa eine der wenigen Einkommensquellen. An dieser sogenannten Garage starten die Wüstentrucks. Drehen dürfen wir hier nicht. Ihr wollt uns doch nur unser Geschäft kaputt machen, schimpfen die Männer. UN-Truppen schützen die Zivilbevölkerung in der politisch instabilen Region um Gao. In jüngster Zeit ist es zwischen bewaffneten Gruppen wieder zu heftigen Kämpfen gekommen. Dieser Blauhelm aus Guinea hat eine persönliche Mission. Er hat in Gao zwei Ausreißer aus seiner eigenen Familie aufgegriffen. Ich schicke sie nach Hause nach Guinea zurück. Was soll das denn? Die werden unterwegs sterben, die kommen ja nicht mal an. Für diese beiden ist der Traum von Europa zu Ende. Aber unzählige andere kommen durch Gao, hier am Rande der Wüste, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Von Bundeswirtschaftsminister Gabriel kommt ein Vorstoß, um die Verhandlungen über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zu entschärfen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hat Gabriel ein Konzept für einen europäisch-amerikanischen Handelsgerichtshof vorgelegt. Dieser solle anstelle privater Schiedsgerichte bei Konflikten zwischen Konzernen und Regierungen tätig werden. So wolle Gabriel das Streitthema Investorenschutz ausräumen. Der Vorschlag sei bereits an EU-Handelskommissarin Malmström gegangen. In Hamburg hat es am Rande von Maikundgebungen gestern Abend Krawalle gegeben. Die Polizei sprach von relativ massiven Ausschreitungen und löste zwei Demonstrationszüge aus dem linken Spektrum auf. Die Beamten setzten Wasserwerfer ein. In der Nacht haben Randalierer Autos und Ladenlokale beschädigt. Nach offiziellen Angaben wurden 37 Polizisten und mehrere Demonstranten verletzt. Millionen Briten freuen sich gemeinsam mit dem Königshaus über den neuen Nachwuchs von Prinz William und seiner Frau Kate. Am Morgen brachte die Herzogin von Cambridge in London ein Mädchen zur Welt. Es ist das zweite Kind des Paares. Ein Name für die Nummer 4 der Thronfolge wurde heute noch nicht genannt. Dies ist der Moment, auf den royale Fans seit Tagen gewartet haben. Prinz William und seine Frau Kate präsentieren die neugeborene Prinzessin vor dem St. Mary Krankenhaus. Am Morgen hatte dort der selbsternannte Stadtschreier die Geburt des zweiten Kindes unter tosendem Applaus verkündet. Das ist so aufregend und ich freue mich, dass es ein Mädchen ist. Sie hat alles richtig gemacht. Sie hat es genau so gemacht, wie wir es uns gewünscht haben. Die Königin trägt heute bei einem offiziellen Auftritt in Nordengland Pink. Es wird als Ausdruck der Freude über die Urenkelin gewertet. Neben den royalen Anhängern gratuliert der britische Premierminister David Cameron als einer der ersten über den Kurznachrichtendienst Twitter. Der konservative Politiker hofft offenbar auf einen royalen Babybonus für die anstehende Wahl. Die königliche Familie kehrt nach 12 Stunden im Krankenhaus wieder nach Hause zurück. Mit einem neuen royalen Mitglied.
Die weltweit erfolgreiche britische Krimi-Autorin Ruth Rendell ist tot. Sie starb im Alter von 85 Jahren in London. Zu ihren bekanntesten Werken gehört die Reihe um Inspektor Wexford, die verfilmt und auch in Deutschland ausgestrahlt wurde. Die Bestseller-Autorin hat mehr als 60 Romane veröffentlicht, die in viele Sprachen übersetzt wurden. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 seine Chance auf die Europa-League-Teilnahme gewahrt. Der Tabellenfünfte besiegte den VfB Stuttgart mit 3:2. Stuttgart befindet sich im freien Fall in Richtung zweite Liga. Bei der Niederlage in Gelsenkirchen zeigte sich vor allem die Defensive der Württemberger als nicht Bundesliga-tauglich. Schalke 04 zuletzt 6 Spiele in Serie sieglos, wurde vom Tabellenletzten reich beschenkt. Beim 0:1 durch Huntelaar in der 9. Minute agierten beim VfB Harnik zaghaft und Niedermeier bemitleidenswert. Huntelaar hatte seit mehr als einem halben Jahr in der Bundesliga nicht mehr getroffen. Defensiv schwach, offensiv gut. Beim Ausgleich in der 22. Minute waren sowohl die Vorbereitung durch Ginzek als auch die Vollendung durch Harnik stark. Trainer Huub Stevens ist noch nie in seiner Karriere abgestiegen. Sein Team nach dem Wechsel zunächst dominant und in Minute 51 erfolgreich. Wieder bereitete Ginzek vor Philipp Kostic, der Torschütze. Mit der Einwechslung von Kevin Prinz-Boateng drehte sich das Spiel zugunsten von Schalke. In Minute 78 bediente er Huntelaar, der mit seinem zweiten Treffer ausglich. Beim 3:2-Siegtor war Boateng wieder dabei. Allerdings wäre sein Schuss am Tor vorbeigegangen. Stuttgarts Klein mit einem Eigentor, das symbolisch für den Gesamtzustand des VfB steht. Der Aufsteiger aus Paderborn gewinnt mit 2:1 beim SC Freiburg und feiert einen enorm wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Die Gastgeber aus Freiburg ganz in Weiß dominierten die erste Halbzeit und gingen in der 40. Minute durch Nils Petersen in Führung. Freiburg musste in der Folge 3-mal verletzungsbedingt auswechseln und gab Mitte der zweiten Halbzeit das Spiel aus der Hand. Den Ausgleich für Paderborn erzielte Lukas Rupp nach feiner Vorarbeit von Srdjan Lakic in der 70. Minute. In einer spielerisch und kämpferisch starken Partie sorgte Lukas Rupp, der eigentlich zur Verstärkung der Offensive erst eingewechselt wurde, 10 Minuten vor dem Ende des Spiels mit seinem zweiten Treffer auch für die Entscheidung. Rupp sicherte mit seinem ersten Doppelpack den Auswärtssieg, gleichzeitig überholt Paderborn den SC Freiburg und verlässt zum ersten Mal seit 8 Spieltagen die akute Abstiegszone. Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim-Dortmund 1:1, Augsburg-Köln 0:0, Wolfsburg-Hannover 2:2, Bremen-Frankfurt 1:0. In der Partie Leverkusen gegen München steht es kurz vor dem Ende 2:0. Morgen trifft dann noch Mainz auf Hamburg und Berlin empfängt Mönchengladbach. Die Tabelle: hinter Meister München streiten sich Wolfsburg, Mönchengladbach und Leverkusen um die direkten Champions-League-Plätze. Schalke und Augsburg zurzeit auf Europa-League-Kurs. Die zweite Hälfte: mit Berlin auf Rang 13 beginnen die Abstiegssorgen, dahinter Paderborn, Freiburg und Hannover. Auf den Abstiegsrängen Hamburg und Stuttgart. Gelungener Auftakt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Tschechien. Im ersten Gruppenspiel in Prag bezwang das Team von Bundestrainer Pat Cortina Frankreich mit 2:1. Vor 15.000 Zuschauern ging Deutschland in Weiß-Schwarz in der 13. Minute in Führung. Kapitän Michael Wolf schaltete am schnellsten, erzielte sein insgesamt 50. Länderspieltor. Diese Führung gab dem DEB-Team aber keine Sicherheit. Frankreich gelang im letzten Drittel der Ausgleich. Damien Fleury traf ebenfalls im Nachsitzen. Kurz vor dem Ende aber noch eine Strafzeit gegen Frankreich. Diese Überzahl nutzte Stürmer Patrick Reimer und machte 59 Sekunden vor der Schlusssirene den umjubelten Siegtreffer. Morgen Nachmittag steht bereits Spiel 2 auf dem Programm. Dann trifft Deutschland auf Olympiasieger Kanada. Und hier die Lottozahlen: 3, 6, 7, 9, 18, 45, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 3. Mai. Das Hoch zieht Richtung Weißrussland und bringt den Nordosten Deutschlands morgen nochmal für längere Zeit Sonne. Ansonsten haben wir es mit tiefem Luftdruck zu tun. In der Nacht breiten sich dichte Regenwolken über den Süden und Südwesten, später bis in die Mitte aus und bringen Regen. Der Tag beginnt im Norden und Osten sonnig und trocken, sonst regnet es immer wieder, teilweise kräftig. Richtung Vorpommern und Oder ist es bis in den Nachmittag hinein freundlich und trocken. In der Nacht legt der Wind zu, am Tag mäßiger bis frischer Wind, auf den Bergen sowie an der Nordsee stürmische Böen, in den Hochlagen des Schwarzwalds Sturmböen. In der Nacht plus 13 bis minus 2 Grad, am Tag 11 Grad bei Seewind bis zu 21 Grad am Oberrhein.
Am Montag ist es in der Mitte recht freundlich, teilweise ist es bewölkt, Richtung Norden und Süden mehr Wolken als Sonne, im Süden auch kräftige Gewitter. Am Dienstag wechselhaftes Wetter, örtlich muss mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden, am Mittwoch im Süden und Osten noch kräftiger Regen, sonst ist es freundlich. Wir melden uns wieder um 23.15 Uhr mit Thomas Roth und diesen Tagesthemen: Warten auf Hilfe, Reportage aus Nepal und Berlins Befreiung vor 70 Jahren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.